Herzlich willkommen bei 1000 Beste Form. Ihr seht schon, wir haben hier eine wahrhaft luxuriös mondäne Aussicht hinter uns. Nein, natürlich vor uns. Wir haben hier drei Luxustourer aus dem Hause Kawasaki, aber natürlich als Österreicher. Bin ich natürlich ganz besonders stolz. Da hinten thront die Habsburg. Erinnert mich natürlich an die guten alten Zeiten, wo Österreich noch groß und wichtig war. Groß und wichtig, diese drei Motorräder, und die zeigen wir euch in diesem Video. Luxus war ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt die drei Motorräder anschauen. Und da denken natürlich viele bei luxuriöser Ausstattung an Komfort. Komfort ist aber nur die eine Richtung, wie sich Luxus erkenntlich zeigt oder Luxus bemerkbar macht. Gerade bei Kawasaki, bei dieser sportlichen Marke, ist Luxus dann auch was, was sich eben in Sportlichkeit dann widerspiegelt und wo man nachher einfach Luxus so definiert, dass die Bandbreite der Möglichkeiten halt sehr groß wird. Das ist jetzt nicht nur so, weil wir hier drei verschiedene Motorräder haben, sondern auch so, dass jedes Fahrzeug durch eine luxuriöse Ausstattung einen sehr großen Einsatzbereich widerspiegelt. Welches Beispiel wäre da besser geeignet als so elektronisches Fahrwerk? Auf das möchte ich jetzt ganz gerne eingehen. Das elektronische Fahrwerk, das wir hier in der Versys mit drinnen haben oder hier in der H2 mit drinnen haben, einen ähnlichen technologischen Standard haben wir auch drinnen in der ZX10R, kenne ich sehr gut. Und das ist insofern eine ganz interessante Geschichte, dass diese Hardware an sich schon mal recht hochwertig ist, bei den beiden Motorrädern und bei der ZX10R natürlich auch. Und natürlich die Software und die Regelgüte auch eine hochwertige und gute praxistaugliche Lösung ist. Warum ist so ein elektronisches Fahrwerk gut? Warum ist das luxuriös? Für mich sind es zwei Dinge, die das ausmachen. Auf der einen Seite einfach einmal die Tatsache, dass es ein semiaktives Fahrwerk einfach den Kompromiss schließt, dass du, wenn du mit dem Motorrad fährst, eben während dem Fahren das Fahrwerk-Setup anpassen kannst. Das heißt, der Computer macht das für dich. Klassisches Beispiel, du bremst in die Kurve rein, dann macht er vorne für dich die Druckstufe zu. Du hast ein erhöhtes Maß an Stabilität. Umgekehrt, wenn du aus der Kurve raus beschleunigst, kann dir das Fahrwerk hinten die Dämpfung zumachen und das Heck geht nicht so in die Knie. Das sind einfach Dinge, die sind nur durch dieses semiaktive Fahrwerk möglich, weil kein Mensch kann während dem Fahrwerk mit dem Schraubendreher hinten das Fahrwerk einstellen. Unter uns gesagt ist aber dann so, dass das elektronische Fahrwerk schon allein deswegen auch ein ganz großes Asset ist, weil es die Zugänglichkeit der Fahrwerkseinstellung einfach erhöht. Die wenigsten stellen sich das dann immer selbst ein auf den jeweiligen Anwendungsfall und es ist natürlich auch unkomfortabel. Und da ist natürlich das große Pluspunkt, dass man das Fahrzeug dann immer besser für sich eingestellt hat, weil man das Ding einfach nutzt und weil man es gerne nutzt und weil das einfach praxistauglich ist und mit einem Klicker auf dem, sollte ich schon sagen, mit einem Mausklick sagen, weil da schon so viel Elektronik mit drin ist, mit einem Drücker hier am linken Lenker ein in diesem Fall, mit einem Drücker am linken Lenker ein in diesem Fall, stellt man sich die Federvorspannung ein, den Beladungszustand ein, mit Gepäck, mit Sozius, wie auch immer, und kostet halt nicht mehr den Hakenschlüssel, sondern eben nur meinen Drücker am linken Lenkerende. Die restlichen Dinge sieht man ja. Man sieht, dass sie eine famose Ausstattung haben hinsichtlich des Windschutzes, natürlich bei der Versys am besten. Man sieht natürlich, dass wir hier schöne Heizgriffe mit drauf haben. Gibt es bei allen drei Motorrädern als Option. Und eins ist natürlich auch schon, was man sagen muss, wir sind hier famos motorisiert bei diesen Motorrädern. Und das ist für mich dann auch Luxus, dass eine Marke wie Kawasaki sagt, ja, auch Tourenfahrer sollen Sportlichkeit genießen können. Und das muss jetzt gar nicht die H2 sein mit dem Kompressor. Eine Z1000 SX fühlt sich auch wahnsinnig sportlich an und seine Versys ist mit dem Vierzylinder-Aggregat in einer Reise-Enduro auch was unglaublich Performantes. So, jetzt hole ich mir aber
einen gern gesehenen Gast ins Bild. Jemanden, den ich immer gern mit dabei habe, wenn ich in der Schweiz bin. Nick, schau mal zu mir. Ich hole jetzt jemanden ins Bild, der selbst gerne Kawasaki fährt. Nick, wie groß ist denn deine Kawasaki-Garage im Moment? Grüß dich, Nick. Servus. Hallo. Hi, hallo. Nils. Hallo. Wie viele Kawas hast du denn gerade zu Hause? Alle gerne. Nee. Momentan sind es zwei. Einmal die Z1000, also 2016er Jahrgang. Einmal die ZX-10R, ganz normale Version, auch 2016er Jahrgang. Aber ein bisschen umgebaut im stilistischen Style. Okay. Stilistisch ist vielleicht eine gute Überleitung. Es ist so, dass der Nick natürlich einen guten Geschmack hat und Wert auf gutes Design legt. Wer seinen Instagram-Kanal folgt, unten drunter kann man sich den Link rausholen. Toller Fotograf auch. Es ist so, dass Touring-Motorräder, wie soll ich das jetzt formulieren, sind oft ein bisschen hässlich, weil natürlich dieses Design oft der Form ein bisschen folgt. Wie soll ich das jetzt formulieren? Was wäre denn jetzt für dich als das geringste Übel, wenn ich das so sagen kann? Also sagen wir es mal so, von den Zeiten, dass ein Modell hässlich ist, von dem sind wir weg, zum guten Glück. Wenn ich jetzt wirklich eins spezifisch für ein super Foto heraussuchen würde, beispielsweise bei so einer Kulisse hier, dann wäre das ganz bestimmt die H2 SX SE Plus. Die hat so ein schnittiges Design, das sieht man einfach nicht alle Tage. Und je nach Winkel kann man hier richtig viel rausholen, dann entsprechend ein bisschen mit tiefen Unschärfe spielen und dann sieht das echt top aus. Okay, Hammert, auf deinem Kanal, hast du schon mal Fotoproduktionen damit gemacht, auf deinem Instagram-Kanal? Mit dieser hier nicht, nein. Ich habe tatsächlich nur die Z1000 und meine ZX-10R abgelichtet. Also von daher, nee. Das müssen wir nachholen. Kava Schweiz, das müssen wir nachholen. So, und jetzt, du bist wirklich viel unterwegs und zum Glück, weil es beschweren sich die Leute oft, dass wir keine Sozius-Fahrten machen. Ja. Du fährst sehr viel zu zweit mit deiner Freundin, zukünftigen, oder? Mit meiner zukünftigen, wir haben uns verlobt, genau. Ihr habt euch verlobt, ihr fahrt sehr viel zu zweit, ja. Auch mit diesen Motorrädern. Sag mal, Nick, welche dieser Motorräder ist für welche eurer Reisen, vielleicht auch für die Hochzeitsreise, die richtige Wahl? Also, fangen wir mal bei der H2 SX SE Plus an. Diese würde ich jetzt ganz bestimmt nehmen, wenn ich beispielsweise etwas Potentes unterm Popo haben möchte, Spaß haben möchte, aber jetzt nicht die abertausenden Kilometer machen würde. Beispielsweise in die Dolomiten, da möchte ich hinfahren, habe Spaß, gehe dann ein bisschen Wellness machen und fahre wieder in den Dolomitenkurven rum und dann wieder zurück. Also so eine Reise ganz bestimmt mit der H2 SX SE Plus. Dann für die Schweiz, wenn man Alpen fährt, ein bisschen Passfahrten, wenn man halt doch an die 8-Stunden-Tage hat, immer wieder mal eine kleine Pause einlädt, Z1000 SX absolut perfekt. Mit meiner Z1000, wenn die Roxy hinten drauf ist, das kann schon mal sehr unangenehm werden, weil sie ist nicht so gedämpft. Hinten ist es absolut nicht bequem und die brachialen Bremsen, die das Ding hat, die schiebt halt das Mädel nach vorne. Das merkt man irgendwann doch sehr stark. Bei der SX ist der Motor ein bisschen mehr abgestimmt. Das passt sehr gut für den Touring-Bereich. Die Versys 1000 würde ich jetzt nehmen, wenn ich eine Europatour machen würde. Also wirklich, sage ich jetzt mal, 2 Wochen Ferien habe ich und ich möchte ganz Europa bereisen und ich muss hunderte Kilometer auch mal auf einer Autobahn machen. Die Versys 1000 ist für das ein absolutes Sofa, top bequem. Also mir würde gar nichts anderes in den Sinn kommen als das. Ja, und wenn ich jetzt offen fragen darf, ist die von der Optik her cool genug, dass du bist ja ein cooler Typ, dass du diese fährst? Absolut, absolut. Also ich meine, guck doch mal diese Front an, die sieht einfach geil aus. Das muss ich so zugeben, da hat Kava ein cooles Design hingelegt. Da gibt es jetzt andere Modelle, die sprechen mich jetzt persönlich weniger an. Das Teil, es gefällt mir vom Design sehr. Okay, da hat sich sicher einiges getan. Ihr habt vielleicht noch die erste Versys im Kopf, die war außergewöhnlicher. Gibt es welche, die mögen es, gibt es wahrscheinlich mehr, die mögen es nicht. Das können wir froh sein über einen technischen Fortschritt, aber technischer Fortschritt. Wie ist das jetzt mit diesem Kompressormotor? Es ist für mich war das wahnsinnig faszinierend. Du bist ja wirklich auch schon viel damit gefahren. Was geht ab im Sattel? Wie taugt er das? Also sagen wir es mal so. Jemandem das Gefühl hier zu beschreiben, das kann man einfach nicht. Man muss sich mal draufsetzen und mal Gas geben, dort wo man darf. Das Ding hat 200 PS, was für einen Touring-Motor einfach unglaublich viel ist, oder man sagt, es sei ein Touring-Motorrad. Ich persönlich kann es nicht unbedingt als Touring-Motorrad bezeichnen, das ist viel potenter als das. Das hat bei 9500 Umdrehungen, hat 237 Newtonmeter. Dank dem Kompressor schiebt er schon ab 3000 Umdrehungen. Man merkt es einfach, es ist nicht wie bei einer sportlichen ZX-10R, die kommt erst irgendwie ab 7000 Umdrehungen oder sowas. Das Teil hat einfach Potenz überall, in jedem Drehzahlenbereich und das macht richtig viel Spaß. Sie ist halt einfach 162 Kilo schwer und ja, das merkt man einfach. Also agil ist sie auf jeden Fall,
das muss man zugeben, war ich entsprechend am Anfang sehr überrascht über das Ding, obwohl sie 262 Kilo hat. Aber man merkt das Gefühl halt, es ist kein Rennmotorrad, das wirklich halt nur um die knapp 200 Kilo hat. 19 Kilo Tank, ich meine, da kann man Kilometer und Kilometer damit fahren, man muss nicht immer anhalten, außer die Frau will aufs Klo. ansonsten muss man nicht anhalten. Das Fahrwerk, ein Traum. Drei Modi hat sie drin, Rain, Road und Sport. Und halt einen eigenen Modus, wo man selber alles einstellen kann. Für eine Fahrt jetzt, wie zum Beispiel in die Dolomiten, fängt es jetzt beispielsweise an zu regnen, kann man schnell in den Rain-Modus schalten, auch während dem Fahren, gar kein Problem. Ja, top. Jetzt sagst du, kann man. Bist du jemand, der das auch nutzt? Hast du es heute umgestellt? Nutzt du die Dinger da am linken Lenkende? Ja, weil das Ding hat, wie gesagt, 200 PS. Diese Kraft merkt man mit dem Kompressor zusammen. Wenn es jetzt nasse Straßen hat, dann benutze ich persönlich so etwas. Vor allem auch, wenn ich mit der Frau hinten drauf bin. Sicherheit geht davor. Im Rain-Modus, man ist überhaupt nicht beschnitten oder sowas. Also man hat immer noch viel Kraft. Aber man kann mit Sicherheit einfach fahren, auch in den Kurven Spaß haben. Ich persönlich nutze sowas, ja. Absolut. Okay, jetzt haben wir diese Z1000SX, die ist eine wahnsinnig faszinierende Geschichte, die auch gar nicht mehr so viele Mitbewerber hat wie früher, weil dieses Sport-Touring-Segment, ja, ich will nicht sagen ausstirbt, aber die Hersteller gehen halt mehr in diese Nischen rein und du hast die Z1000 im Vergleich. Du hast den Vergleich schon ein bisschen angesprochen. Wie groß ist der Unterschied? Wie darf man sich das vorstellen? Du hast ja da irrsinnig viel Erfahrung. Der Unterschied eigentlich liegt wirklich darin, dass die Sitzposition und alles, das ist sehr ähnlich. Man sitzt gut im Motorrad drin, aber der Motor selbst ist meiner Meinung nach ganz unterschiedlich. Diese hier ist mehr linear in der Beschleunigung, aber auch nicht so abrupt, wenn man jetzt vom Gashahn weggeht. Sie hat halt keine elektronischen Helferlein vom Motor jetzt selbst. Wenn man halt keine Motorbremse haben will, kann man das ja einstellen bei gewissen Modellen. Hier hat man das nicht. Die ist wirklich auf Touring ausgelegt. Ich kann es eigentlich so vergleichen, die Z1000 ist dafür ausgelegt, wenn du einen Tritt in den Popo haben möchtest, vom Gefühl her, wenn du Gas gibst, da sie auch so kurz übersetzt ist und 142 PS halt nur man hat, die tritt hier richtig in den Popo. Diese hier ist gemächlicher. Sie streichelt dich mehr und wenn du dann doch mal richtig Gas geben willst, dann merkst du, oh, ich gehe nach hinten, die hat richtig Potenz, aber sie ist nicht so brachial. Jetzt jemand, der, wie gesagt, zu zweit fährt oder viel zu zweit fährt, ich denke, so etwas ist für den Sozius viel angenehmer, als jetzt beispielsweise mit der Z1000. Roxy sagt auch immer, wenn ich Gas gebe, sie fällt fast hinten vom Motorrad. Die hat halt richtig Potenz, die Z1000. Die ist etwas angenehmer. Okay, und wenn ich jetzt noch zur Sitzposition Frage stellen darf, wie groß und wie schwer bist du? 100 Kilo auf 184 Zentimeter. Hier hast du eine sportliche Sitzposition. Du bist Vorderradlastiger. Mir persönlich taugt so etwas extrem. Ist man zu zweit, möchte man 8 Stunden fahren, möchte man 5 Stunden am Stück fahren, bremsen vor der Kurve, wieder angasen, was auch immer. Der Sozius drückt nach vorne, man merkt es in den Handgelenken. Also das ist definitiv eine sportlichere Variante von der Sitzposition her. Hier sitzt man mehr aufrecht. Man kann halt wie ein Prinz auf dem Thron sitzen, schön 90 Grad Winkel. Wie ein Kaiser. Ein Kaiser, genau. Ein österreichischer Kaiser. Kann man definitiv machen, muss man aber nicht. Und bei dir hier muss man es. Man kann gar nicht anders als wirklich perfekter 90 Grad, gerader Rücken, alles super, ein Sofa. Sehr gut. Jetzt werde ich noch den Kollegen herholen, den Dennis, der fährt ja privat eine Doppler. Und dann schauen wir mal, ob ihm da was, ja, wie soll ich sagen, getaugt hat oder ja, ob er dann doch eher der supersportliche Typ ist. Nick, Weltklasse. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Dennis, hol ich mal her zu mir. Dennis, ich habe schon gesagt vorher, fährt privat eine S1000R. Dennis, ich war mir gar nicht sicher, ob ich die mitnehmen soll, weil, ich weiß nicht, diese Tourengeschwüre, habe ich mir gedacht, die jungen Menschen, die wollen sowas nicht. Aber als ich gehört habe, die Z1000SX ist auch dabei, habe ich gedacht, das ist doch cool. Grün, aggressiv, Kawasaki, ist das, wie soll ich sagen, cool und sportlich genug für so einen jungen Burschen wie dich? Also ich fand, die Maschine hat echt Spaß gemacht. 142 PS haben wir, insgesamt 111 Newtonmeter, die auch schon relativ früh anliegen. Fahrzeug, so wie es hier dasteht, finde ich deutlich komfortabler. Aber das Schöne ist, es ist diese Naked-Bike-Charakteristik, die eigentliche Z1000 hat, die ist erhalten geblieben. Das heißt, das Fahrzeug ist dann schon ziemlich agil für diese Art von Sporttourer und stellt wie so oft in diesem Gespann so einen schönen Kompromiss dar.
Ist auch nicht allzu voll gespickt mit Elektronik im Vergleich zu den zwei anderen Maschinen, aber letzten Endes hat man alles an Bord, was man braucht. Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Power-Modus, Low, Full. Bei Low hat man, glaube ich, 75% der eigentlichen Leistung. Kann man die Traktionskontrolle noch auf Stufe 3 stellen, wenn es einmal geregnet hat, wie vorhin. Und dann ist man sicher unterwegs, wenn man ein bisschen mehr Leistung abrufen will. Natürlich 100% Full-Modus aktivieren, Traktionskontrolle 1 oder eventuell sogar ausstellen. Dann sind auch unter anderem sportliche Fahrmanöver drin, was ich echt spitze finde, und das Fahrzeug hat mir insgesamt gut gefallen. Also top finde ich wirklich auch diese designtechnisch, gerade in der Front so an die Ninja angelegt. Dachte ich erst, ja, wenn man im ersten Moment mal so drauf schaut, könnte man fast denken, na, ist das eine Tourer-Version von der Ninja gegebenenfalls, aber tatsächlich haben sie die jetzt in der dritten Auflage, finde ich, ziemlich gut hinbekommen. Ja. Ja, wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, du hast in Berlin, hast du mir erzählt, da gibt es so einen Treffpunkt, wo war das? Bei der Brücke? Oder? Ja, an der Spinnerbrücke, genau. An der Spinnerbrücke. Jetzt kommst du da mit dem Bike hin zur Spinnerbrücke. Wäre das cool genug, dass ich das sehen lassen würdest? Ja, auf alle Fälle schon. Ich denke, das wäre auf jeden Fall nicht vielleicht der größte Hingucker. Da haben wir hier ein anderes Modell neben uns stehen, wo sich dann die Herrschaften um einen versammeln. Aber trotzdem absolut tauglich. Also das Motorrad sieht ja nun echt nicht schlecht aus mit den LED-Scheinwerfern, überall moderne Leuchtmittel verbaut. Das ist was mir mittlerweile wirklich wichtig geworden ist, dass man nicht mehr mit normalen Lampen durch die Gegend fährt. Ne? Okay, ja, passt schon. Und dann sowas wie die Versys. Wie geht's dir da? Also ich muss sagen, mit der habe ich richtig Spaß gehabt, war total positiv überrascht. Im ersten Moment dachte ich, naja, das ist wirklich diese klassische Sporttourer an die GS angelegt. Vom Design war grenzwertig, als ich draufgesessen hatte ich tierisch Spaß. Also das Fahrwerk ist super, super geil. Die Gasannahme mit dem E-Gas, das hat so einen Spaß gemacht. Der Schaltautomat, der da verbaut ist, funktioniert wunderbar. Die verschiedenen Fahrmodis, also mit dem Fahrzeug, finde ich, gleitet man tatsächlich einfach auf der Straße dahin und die vermittelt eine unglaubliche Sicherheit auch. Ja. Da habe ich mich echt wohl gefühlt. Das Einzige, wo man halt immer diesen Kompromiss eingehen muss, ist dann halt die Sitzhöhe. Ja. Da habe ich dann ehrlich gesagt immer schon ein bisschen Probleme, gerade beim Aufstehen. Wie groß bist du? Ja, so ungefähr 1,83. Du bist 1,83. Ich kann noch dazu sagen, wir haben hier die Standardsitzbank mit 840 mm Sitzhöhe und man kriegt sie um 20 mm tiefer. Es gibt eine andere Sitzbank von Kawasaki, dann hat man sie 20 mm tiefer. Sie ist natürlich nicht so kompakt im Schritt wie die Z1000SX, weil die Sitzhöhe ist eigentlich nicht so hoch. Aber ich sage einmal, mit einer tieferen Sitzbank ab 1,76 sowas, 1,77 könnte es dann schon gut funktionieren. Ja, jetzt ist so, jetzt haben wir diese Versys 1000. Wir haben hier die Z1000SX, wir haben hier die H2. Wenn du jetzt sagst, okay, für die Tour, was wäre denn dann deine erste Wahl? Sie sind ja doch grundverschieden und jeder hat so sein Highlight. Was taugt dann dir am meisten? Also ich muss sagen, ich finde die Z1000SX eigentlich am besten, weil die H2 SE SX. Da brauchst du jetzt nicht schämen, dass das nicht über die Finger, über die Lippen flutscht, weil der Name ist echt nicht griffig. Ja. Mittlerweile sind die Namen alle nicht mehr griffig, weil die werden immer mehr upgegradet. Also wenn wir das jetzt fehlerlos hinkriegen, so wieder nichts mehr echt gut. Ninja H2 SX SE Plus. SESX Plus, glaube ich. Ja, okay, oder so. Ja. Das Plus steht quasi für das elektronische Fahrwerk. Richtig. Und was ist mit dir? Also, ist ein schönes Fahrzeug, gerade designtechnisch extrovertiert. Der Motor macht tierisch Laune. Das Gezwitscher zu hören in den verschiedenen Drehzahlbereichen, super spaßig. Aber ich finde, das ist tatsächlich für mich nichts persönlich, weil es ist sehr nah am Supersportler dran. Dann will es aber wiederum auch so ein bisschen Sporttourer sein und ist im Endeffekt tatsächlich so eine Sache dazwischen. Und auf so eine Konzepte, jetzt in dem Fall, stehe ich persönlich ehrlich gesagt nicht so. Ja. Also es ist keine Ergänzung zu einer Doppel-R. Das müsste was sein, was halt dann doch anders ist als die Doppel-R. Supersport ist für dich Supersport und okay. Na gut. Ja, schon. Ja. Deswegen wäre das jetzt ehrlich gesagt nicht meine erste Wahl. Okay. Auch wenn es ein Top-Fahrzeug ist und die Ingenieure da echt super Taten vollbracht haben, keine Frage. Die Versys ist mir dann tatsächlich für designtechnisch dann doch ein bisschen zu, ja, klassisch würde ich sagen, eher für die älteren Herren wahrscheinlich und die Damen selbstverständlich. Für mich als etwas jüngerer Knabe, ne, dann würde schon die Z1000 tatsächlich mehr in Frage kommen. Sehr gut. So, jetzt werde ich noch schauen, dass wir uns jemanden ins Bild holen, der diese ganzen Ausstattungsgeschichten und Namen richtig runterzählen kann. Der René Klauser von der Kawasaki Schweiz, der wird uns das jetzt erläutern. René, komm mal zu mir bitte. Danke, Dennis, Weltklasse. René, du hast uns vorher schon kurz stottern gehört. Hallo, dass du da bist. Servus, danke, hi. Super. Es ist so, dass
die Motorräder immer weiterentwickelt werden und die Namensgebung wird auch weiterentwickelt. Da wird immer was dran gestückelt hinten dran. Und dann ist sicherlich eine Herausforderung, dass man da den Überblick behält. Vielleicht kannst du uns helfen. Die H2 SX, da gibt es verschiedene Varianten. Bitte hilf uns ganz kurz. Was haben wir da am Start? Also gut, du fängst eigentlich ganz normal an mit der Ninja H2 SX. Das ist quasi die Basisvariante. Da hast du den tollen Kompressormotor mit drin. Eine Standardlackierung in Schwarz, kein Kurvenlicht, einfach basic. Fokus auf den Motor. Dann hast du Ninja H2 SX SE. SE ist dann halt wirklich schon die gehobene Ausstattung. Das heißt, du hast einen Quickshifter, du hast Kurvenlicht, ein schönes Display. Das ist so quasi das mittlere Ding. Und dann hier jetzt halt wirklich dann die Top-Version, die SE Plus. Das Plus, wie du es vorhin bereits mal erwähnt hast, ist das Elektronikfahrwerk. Das sind die Rider-Modes, Smartphone-Connectivity, Heizgriffe, halt all die Komfort-Features, die man dann noch gerne hat. Okay, und jetzt ist es so, dass ja bei der H2-Präsentation war ich ja, bin sie gefahren, in verschiedenen Ausbaustufen auch schon. Und sie ist ja auch so ein Imageträger für Kawasaki. Ist es jetzt nur ein Imageträger oder fährt es auch irgendwer in der Schweiz? Ist es also ein wahnsinniges, wie soll ich sagen, es kostet ja auch Geld. Ja? Das ist so. Es ist natürlich beides. Es ist nicht nur ein Imageträger für uns, sondern schlussendlich auch ein Imageträger für den Kunden. Es ist klar, es ist ein Kunde, der mag Technik. Der mag ein spezielles Design, der mag die Leistung. Und da hat es doch in der Schweiz einige, die sich so ein Motorrad gönnen und einfach Spaß haben damit. Okay, freut mich, dass das auch in den Straßen sich wiederfindet. Und vielleicht findet sich der ein oder andere, der in den Kommentaren vielleicht die Erfahrungen uns teilen möchte mit einem der H2-Modelle, das freut uns immer wieder. Z1000 SX, da ist ein bisschen einfacher, den Überblick mit der Namensgebung zu behalten. Erklär nur, so wie sie hier steht, haben wir es hier Serie oder habt ihr hier irgendwas fürs Fotoshooting mit draufgepackt? Wie darf ich mir das vorstellen? Das ist eine Z1000 SX Tourer. Also du hast bei uns eigentlich immer die gleiche Kombination. Du hast einen Modellnamen und dann kommt halt noch ein Zubehörpaket hinzu, auf Wunsch. Tourer, wie der Fall hier, Seitenkoffer, GPS-Halter. Das gibt dann bei anderen Modellen noch weitere Teile, die dazukommen. Oder du hast zum Beispiel die Variante Performance, da hast du dann die Akrapovic-Anlage mit bei, getöntes Windshield. Also es ist im Prinzip immer das Gleiche, Modell plus Zubehörpaket. Und das bestelle ich halt so beim Fachhändler und der baut mir das dann so auf und macht das auch gleich, dass die Schlösser mit den Schlüsseln... Exakt, das ist so. Also du kaufst im Prinzip das fixfertige Motorrad. Okay. Und dann die Versys. Da ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger, mit diesen ganzen Paketen und Namen den Überblick zu behalten. Vielleicht hilft mir da. Ja gut, dort gibt es halt die Versys 1000, mal die Grundversion quasi. Dann haben wir hier die Versys 1000 SE, eben mit dem E-Fahrwerk, TFT-Display, Quickshifter, Heizgriffe, halt wieder das ganze Komfortable. Gleich wieder bei der SX haben wir dann die Tourer. Das ist genauso, wie das Bike jetzt hier steht, mit den Seitenkoffern, mit den Taschen, die dazugehören, noch in den Koffern mit drin. Und wenn du dann noch mehr brauchst, also sprich noch mehr Volumen, zum Beispiel für Gepäck, dann nimmst du eine Grand Tourer Version, dann hast du noch einen Topcase hinzu, du hast noch Zusatzscheinwerfer, du hast die GPS-Halterung und dann kannst du wirklich auf die große Europatour oder vielleicht sogar Welttour gehen. Okay, aber jetzt war ich verwundert, du hast gesagt, die normale Versys 1000 gibt es auch noch, die redet, also wie soll ich sagen, da redet keiner mehr drüber irgendwie, oder? Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, also die normale Versys 1000, die sieht gleich aus, hat das gleiche Design, hat das gleiche Ride-by-Wire, aber halt ein Standardfahrwerk drin, kein Quickshifter, keine Heizgriffe serienmäßig und ja, die Kunden in der Schweiz gönnen sich schon sehr gerne die SE-Version. Für Touren natürlich auch verständlich, für den Komfort, der geboten wird. Da muss ich jetzt aber nachhaken, weil es ist ja so, bei so Motorrädern, die so wahnsinnig technisiert sind, haben wir da oft die Kommentare, wer braucht das alles, was hat das noch mit Motorradfahren zu tun, bla bla bla. Und jetzt sagst du, die Leute kaufen dann aber doch das Hightech-Zeug, oder wie? Ja, sie kaufen es. Es ist vielleicht nicht immer nur ein Brauchen, sondern halt auch ein Wollen. Eben, wenn man Motorradfahren in der Schweiz ist prima Hobby. Also das heißt, die Leute haben Freude daran. Das ist und bei uns auch Hobby, René. Also gut, bei euch auch, also doch nicht primär zur Fahrt. Eben, es ist Hobby und da gönnt man sich halt gerne was. Und schlussendlich eben, du hast dann halt wirklich mit dem E-Fahrwerk halt schon Vorteile. Du bist zu zweit unterwegs, du bist wieder alleine unterwegs. Ein Knopfdruck, Federvorspannung ändert sich. Eben, du hast Heizgriffe dabei, du hast Tempomat mit dabei. Von dem her, wenn du dann halt das Geld investierst, dann ist der Aufpreis schlussendlich für viele dann kein Argument, sondern dann hätte man und will man dann gerne die Vollerstattung. Okay, jetzt habe ich nur ein Bedenken. Jetzt sind diese Motorräder in der Anschaffung hochpreisig, nicht nur für den Endkunden, sondern auch für den Händler. Die sind wirklich schon komplex, die muss man erleben, die muss man probefahren. Jetzt weiß ich, dass das nicht so einfach ist, das zu finden, welcher Händler hat diese Dinge schon angemeldet zur Probefahren. Wie soll der Endkunde sich da einen Überblick verschaffen?
Das ist recht einfach. Also einerseits, Spaß beiseite. Nee, also du kannst schlussendlich bei uns auf die Website gehen, egal ob in der Schweiz, Deutschland, Österreich. Du kannst dort die Probefahrtfahrzeuge direkt anzeigen lassen, wo steht welches Motorrad. Du kannst sogar online die Anfrage stellen für die Probefahrt und du hast eigentlich sehr schnell den Überblick. Okay. Und das ist auch aktuell. Ich meine, ich muss da nachhaken, weil ich weiß, dass es bei uns in Österreich jetzt nicht so funktioniert, so immer. Ja, also ich kann jetzt hergehen und kann so eine H2SX-Probe fahren, die 200 PS Raketen. Das kannst du, ja. Das ist auch aktuell. Okay. Ja, und sind da die Schweizer Kunden so, dass die das jetzt nicht so schamlos ausnutzen, dass das jetzt so freizügig gemacht wird, oder wie? Ja, bis jetzt war das definitiv so. Ich meine, logisch, du hast immer mal Leute, die gerne mal etwas ausprobieren. Aber auch das gehört dazu. Ich meine, du kaufst jetzt nicht so ein spezielles Motorrad spontan, sondern es braucht vielleicht auch Zeit, um zu reifen. Also von dem her, also ausgenutzt hat es da noch keiner gefühlt. Ja, und für eine Geschichte können wir jetzt keine Werbung mehr machen. Ich möchte es aber erwähnen für die Zukunft. Ihr habt Probefahrt-Events, die sind ja ausgebucht jetzt für heuer. Aber vielleicht erklär's ganz kurz, René, dass die Leute einfach im Kopf haben und nächstes Jahr nicht verpassen. Genau, also wir machen sogenannte Testtouren. Das heißt, wir nehmen wirklich einen Tag eine schöne Route. Wir fahren aktuell in den Jura und haben genau diese Motorräder mit bei. Also wir haben Versys 1000 Standard, Versys 1000 SE, die Z1000 SX und die Ninja H2 SX SE und SE Plus dabei. Und dann fährst du eigentlich immer so eine Zwischenetappe von gut einer Stunde, dann wird wieder Motorrad gewechselt, man geht zusammen gemütlich Mittagessen und kann so im Prinzip mal in einem Tag unsere Tourenfahrzeuge kennenlernen. Gut, die Schweizer Zuseherinnen und Zuseher, die dabei waren, da würde ich mich über Feedback freuen unten drunter, weil dann ist es sicher auch gleich, eine geile Promotion fürs nächste Jahr, obwohl die werden das sicher nicht machen, die wollen das für sich behalten, dass das nächstes Jahr wieder fahren können und das nicht ausbucht ist. Ja, René, wir werden jetzt wohl oder übel heimfahren, weil, ich weiß nicht, das mit dem Sonnenschein, du hast zwar gesagt, du reservierst uns da was, aber du hast irgendwie versagt. Okay. Das ist halt so. Ja, wir werden jetzt ein bisschen uns sputen. Ich werde jetzt noch ein bisschen ins Detail gehen bei ein paar technischen Dingen. In jedem Fall danke und bereiten uns mal vor. Danke. Danke, Nils. Jetzt stehst du bei den neuen Versys und ich muss sagen, ich habe diesen Vierzylindermotor, der jetzt mittlerweile ja über 1000 Kubikzentimeter schon hat, 120 PS hat, habe ich schon immer gemocht und früher das Design war schwierig, jetzt ist es aber, sage ich auch, ich will nicht sagen massentauglich, aber zugänglicher. Und zugänglich ist tatsächlich durch dieses hohe Maß an Technik das gesamte Fahrzeug. Alleine, wie einfach sich diese Kupplung bedienen lässt. Du hast hier ein Riesenkraftwerk und das kannst, ja, ich will fast sagen, mit einem kleinen Finger dirigieren. Also die Maschine ist einfach zu fahren, das Ansprechverhalten ist an Perfektion nicht zu überbieten. Das ist wirklich ein Traum, wie dieser Vierzylindermotor ab dem Drehzahlkeller perfekt fein dosierbar ist. Du kannst quasi das Drehmoment kannst du in Zehntel Drehmoment, in Zehntel Newtonmeter Schritten nach hinten schicken. Ist wirklich ein Wahnsinn, wie feinfühlig du das dosieren kannst. Und das war halt leider auch notwendig. Bei diesem regnerischen Wetter aus den Kurven raus habe ich das wirklich genutzt, hier versucht bei den Onboard-Aufnahmen da den Speed leicht zu steigern. Und bin da ein bisschen, ich will jetzt ans Limit gegangen, aber einfach ein bisschen näher an die Grenzen ran. Und das kann man so feinfliegt sehen, das war echt ein Genuss. Auch bei diesen neuen Traktionskontrollensystemen, auch großartig. Vielleicht sieht man es in den Onboard-Aufnahmen, du feuerst aus den Kurven raus und kannst so richtig das auch als Speed-Feature nutzen, diese Traktionskontrolle. Es regelt sanft zurück, hackt nicht mehr so rein wie früher. War wirklich eine großartige Fahrerei. Und die Sitzposition ist schlicht und ergreifend großartig. Du hast ein praxistaugliches Windschild. Es sieht so ein bisschen nach grobschlächtigem Maschinenbau aus, diese Windschildhalterung, aber sie funktioniert einfach gut und es ist stabil, flattert nicht und wirklich erste Sahne. Was ich noch sagen muss, das ganze Lob gilt es nicht nur Kawasaki allein. Kawasaki Schweiz macht es schlau, die geben da nicht irgendwelche 0815 Reifen drauf, sondern richtig geile Ware. Hier ist zum Beispiel drauf der Trailertech 3, diese Aufwärmzeit. Ich habe auf den Onboard-Aufnahmen tatsächlich 4 Kurven Aufwärmzeit genommen und bin dann schon sehr schräg gefahren und am Ende dieser Strecke, das ist keine Minute gewesen, habe ich schon auf die Fußrasten gelegt. Also es ist unglaublich, wie leibend dieser Reifen funktioniert und würde ich euch wirklich ans Herzen legen, solche tollen, hochpreisigen Motorräder unbedingt auch mit richtig guten Reifen fahren, einfach mit den aktuellen Top 2019er Produkten. Wenn ich jetzt rübergehe zu Z1000 SX, muss ich nochmal eine Lanze brechen für diesen Motor. Ist ja im Prinzip eine ähnliche Modellfamilie. Am Ende des Tages ist es so, dass man bei diesem Motor nichts mehr weiterentwickeln muss. Ich muss das so stehen lassen. In so einer Fahrzeugkategorie eines Sporttourers ist dieser Motor fertig. Mag sein, dass mit neuen Abgasvorschriften Kawasaki da nochmal was investieren muss, keine Frage. Aber
es ist nicht mehr notwendig. Dieses Ding ist fein dosierbar, ist quirlig, dreht kräftig und drehfreudig nach oben, hat oben raus richtig Punch und durch dieses sagenhaft tolle Ansprechverhalten kannst du dieses Unterdurch schön sauber nach oben drehen lassen nachher. Also ganz ein großer Motorradgenuss und da freue ich mich einfach, das können die Japaner, insbesondere Kawasaki hier mit diesen 1000 Kubikzentimeter Aggregat da drin. Das ist wirklich ein ganz großer Genuss, möchte ich euch echt ans Herzen legen. Was ein bisschen ist, du hast halt hier untenrum bei dieser Maschine doch einen kompakteren Kniewinkel. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, das ist, liegt ja in der Natur der Sache, das ist jetzt keine Reiseenduro wie die da drüben. Und je größer man ist, umso eher greift man natürlich nachher eher zur Versys und wenn man eher kleiner ist, dann wahrscheinlich eher zu Z1006. Obenrum für den Oberkörper ist es hier immer super komfortabel, untenrum der Kniewinkel ist halt hier ein bisschen kompakter. Wenn ich jetzt über Alternativen nachdenke, hast du bei der Versys eine irrsinnig große Auswahl an Reiseenduros, aber genau sowas macht eigentlich kein zweiter. Die BMW, die S1000XR, ist schon deutlich sportlicher, hat nicht diesen Fahrkomfort wie diese Maschine, hat aber mehr Leistung. Ein Multistrada 950, die neue, vielleicht könnte man vergleichen. Ja, das wäre vielleicht das ähnlichste Motorrad zu dem hier. Du hast halt dort den Zweizylinder und da gibt es jetzt gleich einen Glaubenskrieg. Es ist nach Punktewertung betrachtet wahrscheinlich ein Vierzylinder immer überlegen, schlicht und ergreifend vom perfekten Ansprechverhalten, von der perfekten Dosierbarkeit. Und heutzutage durch dieses perfekte Ansprechverhalten fällt dann auch ein bisschen weg dieser Nachteil, dass sie im Drehzahlkeller nicht so den Punch haben, weil du dann kein Problem hast, dass du über ein irrsinnig breites Drehzahlbad immer ein schönes Ansprechverhalten hast. Aber natürlich, da möchte man nicht aus dem Fenster lehnen, jemand, der Zweizylinder liebt, wird wahrscheinlich auch nicht zu einem perfekten Vierzylinder greifen. Da ist die Alternative, die Auswahl an Alternativen nicht so wahnsinnig groß. Da gibt es von Suzuki diese GSX-S1000F, aber dann ist schon zusammengeräumt. Es gab von Honda mal den Platzhirschen, die VFR 800, die ist leider nicht modellgepflegt worden. Schade, so darf man, ja, wie soll ich sagen, darf Kawasaki hier wahrscheinlich den Rahmen abschöpfen. Und wenn ich jetzt rübergehe zu dieser Ninja H2SX hier mit dem elektronischen Fahrwerk und jetzt neu mit dem geilen Display mit drin, mit dieser Handy-Konnektivität, muss ich sagen, bin ich echt froh, dass Kawasaki in so einem, ja, Nischen-Segment so wahnsinnig viel investiert hat und alleine dafür kriegen die von mir einen Daumen hoch. Das wird, ich sage mal, keine Gelddruckmaschine sein, also da braucht man kein Nobelpreisträger sein, um zu erkennen, dass mit den paar Stück, die verkaufen, sich dieser Entwicklungsaufwand niemals rechnet. Aber sie machen das, sie gönnen uns das, dass man mir das auch genießen dürfen, dieses Know-how, das die im Konzern haben und das ist eine unglaublich beeindruckende Vorstellung, diese Maschine. Das ist, wenn man sie mit einer Metapher beschreiben muss, souverän. Du gleitest durch die Landschaft mit einer Geschwindigkeit, die, ja, wenn du es möchtest, irre ist. Hast einen Motor, das schon was anderes ist, wie ein 1400er Motor, wie ein 1200er Motor. Dieser Motor mit diesem Kompressor ist was anderes. Es ist schwierig, der Nick hat es auch nicht geschafft. Du kannst das nicht in Worte fassen. Es ist eine andere Art von Drehfreudigkeit, es ist eine andere Art von Druck. Das ist so ein richtiger Druck von unten raus, das sich noch vehementer einfach nach vorne schiebt. Das ist so in der Praxis, weil du, ich weiß nicht, nein, es ist unmöglich zu beschreiben. Ihr müsst es mal fahren, dieser Hammer, dieser Druck, das ist einfach geil. Kritisieren. Die Leute, ich weiß nicht, ich kann jetzt gar nicht sagen, wir müssen da jetzt irgendwelche Dinge kritisieren. Es ist dann am Ende des Tages, wenn man solche traumhaften Motorräder vor sich hat, bleibt dann immer nur eins über. Die Zeche muss wer zahlen. Die Dinger kosten halt alle ein mittleres Vermögen oder eigentlich ein großes Vermögen. Und das ist dann der einzige Wermutstropfen. Was nicht stattfindet ist, Kawasaki macht hier nicht einen hohen Preis und du kaufst dann Dreck. Keinesfalls. Das ist hier Premiumware, das fährt auch wie Premiumware und das kostet halt auch wie Premiumware. Das ist halt der einzige Kritikpunkt dann immer an diesen Top-Modellen. Das bleibt mir nicht über, ja, das muss man halt so ansprechen. Und ansonsten ist wahrscheinlich Geschmackssache, in welche Richtung meine Reisevorlieben gehen. So, jetzt Mörderzufall, wir machen da gerade ein Kawasaki-Reisevideo, kommt der Engländer um die Ecken mit einer Z1000SX. Andy, nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Andy, where do you come from? I come from Southampton, England. Okay. And you, yeah, it's quite a long tour here. Yes, yeah, very long tour. We're taking a group of people over to Greece, so for 21 days.
Okay, and you go all the way with the Z1000 SX? Yeah, Z1000 SX. This is new for me. I bought it in December, and I've got to be honest, it's the best touring bike I've had. It's absolutely fantastic. You can sit on it all day. It's great on fuel, and it's really quick. Really, really quick, yeah. Okay, so you're a quite professional rider. Why have you chosen that bike? It's really reliable. The customer service you get with Kawasaki is absolutely brilliant. And when I went into the showroom, they were really, you know, they were really went out of their way to like help me with my choice. I was looking at lots of other models. I was looking at the other Kawasaki, the Versys 1000. I'm a little bit more of a sports rider, so this kind of fits the bill for me because I can put the screen down and take the panniers off, and then you could take it on a track day or stick the panniers on, put the screen up, and I can do my touring job. Now, have a good trip to Greece and hopefully more sun than here. Yeah? Thank you very much. Bye. Have a good day. Ein Wort möchte ich noch verlieren über die Handy-Connectivity, über die App, die man sich da ja, mit dem Display koppeln kann oder mit dem Bordcomputer koppeln kann. Und bye! Ist so, ist natürlich eine Spielerei, so der wahnsinnig große praktische Nutzen steckt nicht dahinter, aber es ist eine gut gemachte Spielerei. Du hast da eine komplette Data-Recording-Lösung mit drin für Touren. Das heißt, du fährst jetzt so eine Tour, so wie der Andy bis nach Griechenland und kannst dann in jeder Kurve schauen, was hattest du für den Gang, was für die Motordrehzahl, hier, was hattest du für eine Temperatur von der Ansaugluft, lauter solche Geschichten. Ist halt am Stammtisch wieder mal ein Gesprächsthema mehr, über das man sich unterhalten kann. Gut gemachte Geschichte und es ist wahrscheinlich auch eine Basisvariante mal, wo Kawasaki dann in Zukunft noch mehr Features mit reinpackt. Ja, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher, ich hoffe, es hat euch gefallen, mit uns da ein bisschen das Touring-Flair von Kawasaki zu genießen. Ein bisschen frisch war es, aber damit wird die ganze Reise- und Tourengeschichte auch gleich praxistauglich, also ein bisschen Regen gehört dazu. Und würde mich freuen, euer Feedback, wie seht ihr das? Ist es okay? Ist es toll, dass diese Sportlichkeit auch ins Reisesegment Einzug findet? Also ich finde es leibend, haut uns einen Daumen rauf unten drunter und eure Kommentare, eure Erfahrungen mit den drei Motorrädern unten drunter würden das Video natürlich noch wahnsinnig bereichern. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.